Hallo, herzlich willkommen hier zum Game of Goats Turnier vom Schattenspieler. Gesponsert wird das Ganze von Junk's Playground. Ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen. Ja, und ich schließe hier mit diesem Match die Woche quasi ab. Beziehungsweise die ersten Runden. Und mein Gegner heißt... Ja, wer ist denn überhaupt mein Gegner? Mein Gegner ist Fair Rosie. Hat von euch wahrscheinlich noch nie irgendwer jemals von gehört. Ist auch nicht schlimm, denn die gute Jasmin, so heißt sie nämlich im Real Life, startet jetzt gerade ihren neuen YouTube-Kanal und hat sich einfach gedacht, okay, mache ich doch da mal mit. Bei ihr werdet ihr dann in nächster Zeit Guide-Videos, Openings und den ganzen anderen Kladderadatsch sehen, den die anderen Idioten auch machen. Dementsprechend haben wir uns gedacht, okay, Matze, du darfst nicht verlieren. Ja, ist eine Frau. Nein, Quatsch, diese ganze Shovi-Nummer, das könnt ihr ja vergessen. Die Frau hat tatsächlich Ahnung von Yu-Gi-Oh! Und in verschiedensten WhatsApp-Gruppen das auch schon unter Beweis gestellt. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, bevor wir hier zum tausendsten Mal irgendein Standard-Chaos-Goat-Deck sehen oder ein Aggro-Goat oder was auch immer, Matze, worauf hast du Bock? Ja, und da stelle ich euch doch einfach mal mein Deck vor. Und zwar bin ich gar nicht so weit weggegangen von dem, was ich sonst zurzeit auch mache. Ihr habt schon mitbekommen, es ist gerade ein bisschen flauter auf dem Kanal. Das wird sich aber nach der deutschen Meisterschaft definitiv ändern. Hier aber auf jeden Fall jetzt erstmal zum Deck. Und zwar, da ich ja gerade in Duel Links sehr viel Horus spiele, habe ich mir gedacht, jo, das übertragen wir doch einfach mal direkt aus Game of Goats. Und habe mir dementsprechend einen Horus-Deck zusammengebastelt. Ein paar Chaos-Elemente sind drin. Wir sehen von oben links, fangen wir einfach mal an. Da haben wir den Breaker, die Warrior Lady. Dann kommt die Gravekeeper-Engine mit den Spies. Dann habe ich dreimal den kleinen Horus gespielt. Zweimal den Level 6er und einmal den Level 8er. Um dann wirklich auch konstant auf die Viecher zu kommen. Einen Shinzo gegen Fallen. Zweimal Magician of Fate. Ein Pot für Draw Engine. Sangan für Konstanz, Schlange, weil Schlange, Tribe für einmal auswipen, dann eine Mizuki und ein Book, zwei Books natürlich, um das Ganze zu outen, falls mal irgendwas liegt, Brain Control, ja, dann dieses, diese DDD-Zauberfalle. Bin ich ganz ehrlich, ich habe das Deck einen Tag vorher gebaut, habe überlegt, ach, ich nehme die noch raus, habe es dann beim Game-Start vergessen rauszunehmen, deswegen ist sie noch drin, ansonsten wäre da was anderes. Duo, Enemy Controller, Quest for Charity für Draw, schwerer Sturm, Blitzeinschlag, mystischer Raumtyphon, ein Adler der Auslöschung, Pot, Vorerles Begräbnis, ein Scapegoat, weil Link Plays und so, ach nee, ist ja Goat, da haben wir das nicht. Snatch Steal zum Klauen, Ruf der Jagden zum Wiederholen und dann noch Spiegelkraft, Ring der Zerstörung für Out, für große Viecher, dann Royal Degree, ist das Royal Degree? Ja, natürlich ist das Royal Degree, brauche ich ja gar nicht drüber nachdenken. Und Reißender Tribut. Ja, nun, das Side Deck ist eher komplett random, ich habe es mir ein bisschen offen gelassen, da vielleicht dann doch noch ein Chaos-Deck draus zu spielen oder so eine Art Flip-Flop, einfach nur das Deck, was dann sagt nein, hinten die Fallenkarte, um den gegnerischen Draw ein bisschen zu verzögern, naja, und die tausendäugigen Opfer auch als Out für große Monster. Was wusste ich über Jasmin? Sie hatte mir leider schon offen ins Gesicht gesagt, sie wird so ein richtig ekelhaftes Skill-Drain-Deck spielen. Skill-Drain-Deck, okay, habe ich überlegt, was könnte da kommen. Optional irgendwelche Monster, die davon profitieren. Oder sie spielt halt wirklich ein reines Anti-Deck, was dich halt die ganze Zeit stallt und stallt und stallt. Und irgendwann kommt die One-Trick-Kombo mit dem OTK und dann hast du halt verloren. Ich persönlich hätte dann direkt dagegen bauen können. Habe ich aber gesagt, nee. Jetzt, wo du es weißt, erst recht nicht, weil fände ich dann auch ein bisschen unfair. Sie wusste zumindest nicht, was ich spiele. Also habe ich gedacht, ich bleibe jetzt bei Horus. Aber schauen wir doch mal, wie das Ganze überhaupt abgelaufen ist. So, ich habe das Ganze natürlich ein bisschen schneller gemacht. Sie darf hier anfangen. Beginnen wir. Hand sieht ganz okay aus. Ich habe ein paar Möglichkeiten, die ich gehen kann. Sie beginnt hier mit einer Setkarte Monster, zwei ZFs runtergesetzt. Wir hatten ein Spiel vorher, hatten wir schon ausgewürfelt. Ich habe gedacht, sie lässt mich anfangen, da rede ich mich gerade drauf.
jetzt spiele ich den Pott, ziehe erstmal zwei Karten, dann werde ich den Gravekeeper runtersetzen, weil das die sicherste Option ist. Spiele dann noch den Ring und Royal Degree und noch das Buch runter, weil ich dachte mir, okay, einen schweren Sturm wird es nicht haben, wenn sie da zwei runtersettet, und dann gebe ich ab. So, dann schauen wir mal, was sie jetzt nächstes spielt. Hat sie sich entschuldigt dafür, dass sie mich nicht an Anfang ist. Sie gibt einfach ab. Habe ich mir gedacht, okay, einfach abgeben, finde ich gut. Hab jetzt überlegt, was ich zuerst mache. Ich flippe den auf, genau, gebe ihr dann das Monster wieder auf die Hand zurück. Werd dann die Mizuki spielen, werd da, Tsukuyomi heißt sie, glaube ich, ne? Quatsch. Also Tsukuyomi, werd den wieder zudecken wollen. Genau, geht dann wahrscheinlich in die Battle Phase. Ah ne, Main Phase erstmal noch Royal Degree aktivieren. Dann kommt der Dust Tornado. Jetzt musste ich erstmal überlegen, okay, Dust Tornado, funktionierte das überhaupt? Aber ist ja damals und heute ist es ja immer noch so, wird ja von hinten aufgelöst, die Kette. Also muss mein Royal Degree leider flöten gehen. Das dauerte dann ein wenig, bis das bei mir im Schädel ankam. Ich habe dann auch noch versucht, ihr da quasi so ein bisschen Mindgame-technisch das auszureden. Da habt ihr gesagt, welches Target willst du denn überhaupt nehmen? Bist du dir denn sicher, dass es das sein soll? Sie war sich sehr sicher. War sehr schade für mich. Aber gut, steckt man nicht drin. Im Endeffekt musste das Royal Degree dann gehen. Dauert jetzt nur eine kleine Weile. Weil ich dann auch immer so uneinsichtig bin. Ne? Ich bin ja den Gnatzpickel. Ich denke mir dann, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, vielleicht finde ich ja noch irgendwo, was ein Rohling das sagt, das war. Und google mir dann einen zurecht und frage rum. Und dann sagen wir alle, Herr Matze, dein Royal Degree, das muss gehen. Und da habe ich dann halt mal reingeschissen, dezent. Das ist dann so. Hätt's ja auch noch verdeckt lassen können. Aber ich habe mir gedacht, naja, vielleicht für die Backrow habe ich halt dann gelitten. So, Lu, leg die Scheiße weg, dass wir weitermachen können. Sonst wird das Video ja noch länger, als es ohnehin schon ist. Dreifache Geschwindigkeit, Leute. Ja, ich war ungeschnitten bei 50 Minuten noch was. Kann sich ja keiner antun. So. Nu los. Komme, mache hinne. Das kann doch so nicht angehen, ja. So, jetzt ist es dann auch gegangen. Ich gehe in die Battle Phase, gebe ihr 1100 in die Sicht. Main Phase 2, End Phase, die Zuko kommt wieder zurück. Sie ist dran, zieht eine Karte. So, und ich wusste zu dem Zeitpunkt immer noch nicht, was sie spielt. Das muss euch dabei klar sein. Ne? Also ich bin da quasi blind in irgendwas dann reingelaufen, wo ich mir dann sagen muss, okay, das war keine schlechte Idee, aber damit hätte ich nicht gerechnet. Also ich hatte sehr viele Sachen auf dem Schirm, Flipflop auf dem Schirm, ich hatte ganz normales Agro-Goat auf dem Schirm, aber das ehrlich gesagt nicht. So, sie setzt ein Monster, eine ZF und gibt dann ab. Ich denke mir jetzt, hahaha, setz erstmal einen runter, werde jetzt den Flip-Effekt nutzen und werde dann höchstwahrscheinlich in meinen Horus gehen wollen, da ich ja für den bloß ein Tribut brauche. Und sie flippt natürlich Skill Drain. Und ich denke mir, scheiße. Ja, Skill Drain ist natürlich für das Horus-Deck das pure Gift. Ja, also könnte ich eigentlich direkt zusammenschieben und surrendern, weil ich das Vieh dann natürlich nicht mehr rauskriege. Denn der Horus sagt ja, wenn er quasi ein normales Monster zerstört, also Monster zerstört im Kampf, dann darf ich am Ende der Runde ihn wegtributen und den Horus aus dem Deck oder aus der Hand rausspecheln. Mit einer Stufe höher. So, und ich habe so schön den Level 8 auf der Hand gehabt und laufe natürlich jetzt auch noch in die Pyramidenschildkröte rein. So, und ab da wusste ich, okay, die spielt Zombies. Scheiße. Und habe jetzt noch so überlegt, okay, Schildkröte, Skill Drain liegt ja. Ja, scheiße was, die Schildkröte aktiviert ihren Effekt ja nicht auf dem Feld, sondern im Friedhof. Habe ich dann auch nochmal nachgefragt. Und somit durfte sie sich dann ein Monster rausspecialen. Und zwar kommt da in den meisten Fällen der Ryo ganz normal mit 2-4.
Das war für mich natürlich super bitter, ne? Denn der kommt zum einen mal über meinen Horus drüber. Und wenn der Horus geht, ist nicht cool. Also habe ich mir gedacht, der muss gleich gehen, bevor sie irgendwas hat, um den zu protecten. Ring der Zerstörung an, Schaden für beide und dann Zug abgegeben. Ein paar Outs habe ich ja noch. Ich kann mich theoretisch noch ein bisschen ins Late Game reinziehen und dann spielt sie aber Snatch Steal. Richtig scheiße, habe ich mir gedacht. Decke ich zu. Ich muss den um alle Möglichkeiten verhindern, dass sie mir den klaut oder kaputt macht. Warum? Weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. Wahrscheinlich habe ich einfach nur drauf gehofft, ich ziehe ihn out für das dämliche Skill Drain, um das wegzukriegen, damit ich ihn doch noch auf meinen Level 8er komme. So, sie gibt ab, hat nochmal eine runtergesettet. Ich habe die Schlange nachgezogen. Werde jetzt wahrscheinlich den Spy legen. Genau, drehe mir meinen Horus wieder in Angriff. Gehe in die Battle Phase und dann heißt es Rin. Und lauf dann natürlich genau in die zweite Pyramidenschildkröte rein. Ich Depp. Und hab dann dieselbe Situation nochmal. Weil man ja beim ersten Mal nicht daraus lernt. Nicht, Freunde? Aber diesmal holt sie sich den Vampir-Lord. So, du musst dich erstmal sehr lange überlegen, was sie überhaupt macht. Und er stellt in dem Moment keine große Gefahr für mich dar. Weil, solange wie er da auf dem Feld liegt und Skill Drain liegt, macht er nichts. Er ist halt nur ein 2000er Vanilla-Vieh. Genauso wie mein Horus nur ein 2-3er Vanilla-Vieh ist. Aber 300 mehr, meine Freunde. 300 mehr. Und das reicht mir im Endeffekt auch schon. Sie spielt jetzt noch eine Pyramidenschildkröte in Angriff. Geht dann hier wahrscheinlich dafür, noch was wiederzuholen. Genau, hat jetzt hier Ruf der Jagden, holt sich ihren Rio wieder, um den Horus wegzumachen. Deswegen hatte ich hatte mir schon sowas gedacht, wo sie die Schildkröte gespielt hat, macht jetzt hier meinen Horus weg. So, und hier hatte ich dann Glück quasi, denn sie läuft mit der Schildkröte in den Spy, kassiert hier noch ein bisschen Schaden dadurch. Genau. Und muss dann ihren Zug abgeben, denn sie kommt ja mit dem Vampirlord auch nicht drüber. Der ist ja nun mal zu stark. So, und ich hab Ruf der Jagden, hol meinen Horus wieder und hab ja immer noch die Zucker auf der Hand, um den Rio einfach wegzulegen. Und da kommt der Top-Deck von oben, Blitzeinschlag, Schlange abgeschmissen, Board geklärt. Ich denke mir so, okay, gehst du jetzt all in oder lässt du den Spy zur Not noch in Death liegen? Ich glaube, ich lasse ihn sogar noch in Death liegen. Richtig, geh dann für die Battle Phase und das war das erste Spiel. Lucky me! Und im zweiten Game, ja, wir haben gesided. Ich muss ehrlich sagen, ich habe, glaube ich, so gut wie nichts rausgesided. Ich habe, glaube ich, feierliche Urteile mit reingenommen. Einfach damit ich ein paar Outs habe mehr. Aber ihr werdet gleich sehen, viel habe ich davon wirklich nicht benutzt, von dem, was ich reingemacht habe. Ich dachte mir, okay, sie darf ja wieder anfangen. Second Game, guck mir so meine Hand an. Und da fiel mir dann ein, okay, ich habe vergessen, die Karte rauszuborden. Mist. Und habe sie dann so auf der Hand. Und als sie dann anfing, habe ich mir gedacht, okay, jetzt bist du natürlich klug. Falls sie sowas wie den Rio auf der Hand hat oder die Pyramidenschildkröte oder sowas, vielleicht kannst du die Karte ja doch noch ganz gut verwerten. So, geh dann hier aber jetzt erstmal in den Spy, leg den schön in Death. Weil sie hat kein Monster, wahrscheinlich kann sie deswegen nichts spielen und hat große Targets auf der Hand. Sagt deswegen den Rio, in der Hoffnung, dass sie den hat. Durfte dann gucken, hatte sie aber nicht. Aber sie hatte ein feierliches Urteil und ich glaube einen Vampirlord und zwei Crab-Karten, die sie in dem Moment nicht verwenden kann. Keinen großartigen Outs oder sowas. So, na, ab dem Moment habe ich mir dann gedacht, okay, dann lässt sie erstmal den Rest auf der Hand, wartet sie erstmal ab. So, ziehe jetzt hier Magician of Fate nach, pop aber erstmal den Effekt von Spy, um mir den zweiten zu holen. Lege den, glaube ich, auch in Death, genau. Bisschen stallen. Stallen ist immer gut, vor allen Dingen, wenn man nichts hat. Und die Hand ist ja nun nicht wirklich danach, als wenn ich was hätte. Leg dann den Magician hin, greife mit dem einen Spy an und beende dann meinen Zug. So, währenddessen zieht immer weiter, sie zieht immer weiter. Jetzt kommt das erste Monster. Und da dachte ich mir schon, den Fehler machst du nicht nochmal. Zweimal bist du reingerannt. Das dritte Mal passiert es nicht.
und werde jetzt den Adligen der Auslöschung auf die Verdeckte spielen. Und wer jetzt gedacht, ist die scheiß Pyramidenschildkröte. Dem Effekt bin ich dann entgangen. Magician aufgeflippt, um mir den direkt wiederzuholen. Falls da noch eine kommt, Safety first, meine Freunde. So, geh da mit Magician und dem 1-2 in den Angriff. Sie hat eine Spiegelkraft. Ich denke mir nur, scheiße. Muss 2 gehen, aber glücklicherweise nicht mit allem reingegangen. Das wäre bei 4 Setkarten auch ein bisschen übertrieben blöd. Duo von oben kann man sich mal gönnen. Für 1000 Lebenspunkte 2 Karten auch von der Gegnerhand loswerden. Kann natürlich bei Zombies ab und zu mal auch ziemliches Problem sein. Hier war es das aber nicht. Schmeißt Vampirlord ab. Ist okay für mich. Ich lege die Cyberdose in Death. Greife mit dem überbliebenen Spy nochmal an. So, sie macht darauf nichts. Und ich gebe meinen Zug ab. Jetzt kommt der Adlige der Auslöschung. Habe ich ganz schön reingeschissen. Cyberdose habe ich nochmal nachgefragt, ob sie auch eine hat. Weil wenn sie die hätte, müsste sie ja auch gehen. Hat sie aber nicht. Und da kommt der BLS von oben. Und schaue ich nochmal. Okay, konnte ich nicht spielen. Habe ich nochmal nachgeguckt. Gehe ich nochmal in Angriff mit dem Spy. Beende meinen Zug. Ich habe mir so gedacht, okay, du hast Blitzeinschlag auf der Hand. Du hast den Adligen auf der Hand. Sie muss die Schildkröte spielen, um den Rio rauszubekommen. Und für alles andere hat sie keine Tribute. Da geht dann dieses feierliche Urteil auf den Adligen der Auslöschung. Ich lege den Ring runter, konnte dann dadurch, dass die Krachen gegangen ist, quasi den BLS beschwören. Sage dann, okay, den hat sie mir dann auch noch verboten. So, und jetzt macht sie halt den Fehler, sie hat sich auf 1100 Lebenspunkte runtergezahlt und will gerade flippen und sich Plus generieren. Und ich sage halt, hast du was? Ich habe Ring der Zerstörung, ich ziehe meinen Spy an, der hat 1200 Angriff. Das reicht. Sie hat leider nichts und somit war das 2-0. Ja, und so schnell kann so ein Game dann auch zu Ende sein. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zugucken. Ja, das nächste Spiel werde ich nicht bestreiten. Das heißt, ob wir dann bis ins Finale kommen oder nicht. Jetzt hängt es zumindest nicht von mir ab. Denn Smitty wird die zweite Runde spielen. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, zur deutschen Meisterschaft dabei zu sein. Da werden Smitty und ich auch rumlaufen und die ganzen anderen verschauerten YouTuber natürlich auch. Und auch Jasmin wird dort sein, also Fair Rosie, haltet ihr auf den Schirm. Ich habe euch die Links dazu natürlich in die Beschreibung gepackt. Checkt die Leute aus, drückt den anderen die Daumen, die jetzt schon weiter sind. Und natürlich auch Smitty, dass er das nächste Match bestreiten kann und dann auch den Sieg holt. Und dann sehen wir uns bei den nächsten Videos. Da kommt was Großes, haltet euch bereit. Bye, macht's ab.